Ich möchte dir jetzt nämlich erzählen, was mir hier am Montag passiert ist. Ja, seit fast 3 Monaten bin ich ja nun hier in der herrlichen Türkei und nun ist es passiert. Nun ist es passiert. Ich bin dem ersten unfreundlichen Menschen hier in der Türkei begegnet und es war kein Türke. Jetzt möchte ich mit dir auf eine Art des unbewussten Erschaffens deiner Zukunft eingehen, die sich Vorurteile haben nennt. Du strahlst ja in jedem wachen Moment die Gesamtheit deiner Gedanken aus. Die Gesamtheit deiner vorherrschenden Gedanken, das ergibt deine Ausstrahlung. Und das weißt du wahrscheinlich, wenn du hier bist, laut dem Gesetz der Resonanz. Was du ausstrahlst, das siehst du an. Also bist du wohlgesonnen, gut gelaunt, dann spüren das andere Menschen energetisch, ja? Bist du missmutig und genervt, dann spüren das andere Menschen auch. Misstraust du anderen Menschen, dann spüren das die anderen Menschen. Meist auf unbewusster Ebene, je nachdem, welche Gedanken gerade in dir welche Stimmung verursachen. Da werden dich andere Menschen mehr oder weniger mögen. Ja? Nach deiner Ausstrahlung. Menschen nehmen deine Ausstrahlung bewusst oder zumindest unbewusst wahr. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ja? Jetzt pass auf. Menschen, die reagieren auf deine Ausstrahlung. Menschen sind regelrecht gezwungen, auf deine Ausstrahlung zu reagieren. Mach dir das immer bewusst. Du und auch ich, wir laufen wie ein Radiosender durch die Welt und die Sendefrequenz, die du ausstrahlst in jedem Moment, genau die ziehst du auch an. Und wenn du die Sendefrequenz Wohlwollen und Freundlichkeit ausstrahlst, dann ziehst du Wohlwollen und Freundlichkeit an. Nicht immer, ja, nicht immer zu 100%, aber fast immer. Und warum nicht immer? Weil ja jeder einzelne Mensch seine eigenen Gedanken und Herausforderungen hat und sich mit seinen eigenen Gedanken die eigene Zukunft erschafft. Und die meisten Menschen tun das unbewusst und unbewusstes Erschaffen führt immer zu mehr Problemen und Frust als zu erwünschten Lebensumständen. Und weil andere Menschen mit ihren Gedanken und Emotionen die eigene Welt kreieren, ist alles eine große Co-Kreation, also ein Miteinander erschaffen. Und wenn deine Radiostation Ärger und Wut aussendet, dann werden andere Menschen ärgerlich und wütend auf dich reagieren. Menschen, die werden dich dann meiden, ja, die werden dich nicht besonders mögen in dem Fall. Und wenn deine Radiostation Misstrauen oder sogar Feindseligkeit aussendet, dann werden andere Menschen sich dir gegenüber misstrauisch und feindselig verhalten. Menschen, die werden dann nicht gern mit dir zusammen sein. Und deshalb sagt man auch, die Welt ist dein Spiegel. So wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder hinaus. So wie du mir, so ich dir. Vorurteile zu haben, ist in den allermeisten Fällen dumm, weil die Vorurteile, die du einem anderen Menschen gegenüber hast, die haben meist nicht viel mit dem anderen Menschen zu tun. Sie spiegeln nur deine Erfahrung mit ähnlichen Menschen, ja? Manchmal wirst du durch einen Menschen, der sich nur auf eine bestimmte Weise bewegt, an einen anderen Menschen erinnert, mit dem du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und manchmal ist es die Art, wie der oder diejenige nur ein Wort ausspricht, ja, was dich dann wieder gleich an einen anderen Menschen erinnert. Und dann poppen Vorurteile in deinen Verstand auf. Und so ziehst du dann unbewusst Vergleiche in deinen Kopf und du drückst einen anderen Menschen so ein Etikett auf die Stirn. Aber das Etikett hat nichts mit dem anderen Menschen zu tun, nur mit dir allein. Vorurteile, die bilden sich durch die Dinge, die du von anderen Menschen gehört hast. Ja, andere Menschen erzählen dir irgendwas, ach, der ist arrogant und dumm, die ist berechnend, der kann man nicht trauen, der betrügt andere, die wechselt ihre Liebhaber wie die Unterhemden. All das sind Vorurteile, die oftmals überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Aber, jetzt wird's richtig wichtig, aber solange du an diese Vorurteile glaubst, solange du an diesen Vorurteilen festhältst, meist unbewusst, in deinem Kopf, dann ist das deine Realität oder wird zu deiner Realität. Vorurteile sind ja nichts anderes als starke Erwartungen. Und was du erwartest, das strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, das siehst du an. Und mit einem starken Vorurteil, da wirst du immer einen anderen Menschen so wahrnehmen, wie es genau deinem Vorurteil entspricht. Und andere Menschen werden dich aufgrund deiner
sich aufgrund deiner Ausstrahlung so verhalten, wie du das erwartest, laut deinen Vorurteilen. So stark ist die Macht von Erwartungen und Vorurteile sind starke Erwartungen. Und jetzt möchte ich dir mal ein Beispiel erzählen, was mir hier passiert ist. Mir ist der erste unfreundliche Mensch hier in der Türkei begegnet und das war kein Türke, nein, es war eine Deutsche. Und wir nennen die jetzt einfach mal Katja. Die Corinna, die immer so schön darauf achtet, dass es hier ruhig ist, während wir unser Webinar hier haben. Ja, wir sind hier schon wie eine große Familie hier in dem Hotel. Die hat einen Gast mitgebracht. Die sagte, Mensch Marcel, heute Abend bringe ich einen Gast mit. Ich habe eine deutsche Frau kennengelernt. Und wir haben uns hier eine Pizza machen lassen vom Koch und einen schönen riesengroßen Salat. Wir haben immer extra Wünsche. Und da ist noch was übrig geblieben. Dann haben wir gesagt, naja, dann lädst du noch jemanden ein. Und dann kam diejenige. Ich habe hier an meinen Tisch gesessen, da wo ich jetzt mit dir rede, da sitze ich immer, da frühstücke ich, da arbeite ich bloß mit dem Gesicht zur anderen Seite, damit ich den Strand sehen kann, der hinter mir ist, ja. Und dann kam die rein und dann hat sich ihr Gesicht verändert, ja. Dann hat sie so geguckt, ja, also abwertend, geringschätzend und dann sagte sie, ah, den kenne ich ja schon. Ne? Und da dachte ich, ach ja, das ist ja die, an der ich bestimmt schon 10-mal am Strand vorbeigejoggt bin, weil ich gehe fast jeden Tag joggen und an manchen Tagen gehe ich am Strand joggen, weil es in dem Sand wirklich schwer ist zu joggen. Da mache ich es mir schwer. Andere Tage, da gehe ich auf der Straße joggen und da bin ich unbewusst an ihr öfter vorbeigerannt, weil sie saß am Strand, am Wasser. Und beim ersten Mal sage ich einfach guten Tag, so freundlich, ich nicke. Und dann nickt der oder die auch, egal ob da ein Mann sitzt oder eine Frau. Und dann bin ich wahrscheinlich 4-mal in Gedanken versunken, da vorbeigerannt, weil ich affirmiere dann. Und ja, ich beschäftige mich mit meinen Gedanken im Kopf. Und habe die dann nicht mehr wahrgenommen. Und am nächsten Tag, da bin ich dann zum anderen Strand gegangen, weil ich noch schwimmen wollte danach. Und da saß sie wieder genau auf der, in der Richtung, wo ich joggen wollte. Und nun kann es ja verschiedene Gründe geben für den Gesichtsausdruck. Weil ich habe ihre Energie wahrgenommen, als die mich begrüßt hat, widerwillig. Ich habe ihre Gedanken wahrgenommen. Ich konnte ihre Gedanken regelrecht sehen. Und die Gedanken waren die folgenden. Die Gedanken waren, ach, dieser arrogante Kerl. Und ich mache ja jeden Morgen Sport, ja, jeden Morgen 100 Liegestütze, jeden Morgen 100 Mal Beugestütze und ein paar Bauchübungen. Und wenn ich dann beim Joggen bin und das ist auf der Straße irgendwas, dann hänge ich mich daran und mache noch ein paar Klimmzüge. Also ich bin ja ganz muskulös und ganz gut trainiert. Da hat die dann, ich habe ihre Gedanken gesehen, als die mich widerwillig begrüßt hat. Die hat mir sogar widerwillig die Hand gegeben. Ich habe vorher noch nie ein Wort mit ihr geredet. Und die Gedanken waren, dieser arrogante Kerl, der hält sich wohl für was ganz Besonderes. Das waren ihre Gedanken, als die mir widerwillig guten Tag gesagt hat. Und ich habe mir gar nicht dabei gedacht. Ich habe mich einfach hingesetzt. Mich stört es gar nicht. Und die Corinna ist Kaffee holen gegangen und da wollte ich ein freundliches Gespräch anfangen, weil mich interessiert es immer, wenn hier Deutsche sind, warum die hier sind, wo die wohnen und was die so machen. Ja, egal, ob es Mann oder Frau sind. Also ich interessiere mich immer für freundliche Menschen und für interessante Menschen. Und die hat das Gespräch immer gleich abgewürgt und hat ganz geringschätzig mich dabei angeguckt und dann habe ich gedacht, naja, dann lasse doch, habe mich hier auf meine Arbeit fokussiert und dann ist die Corinna wiedergekommen mit einem Käffchen und dann hat sie gegessen und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, das ist doch ein wunderbares Beispiel für uns hier, ja, ein Beispiel aus dem Leben und ich weiß ja, was ich machen muss in solchen Fällen, ja, also was, kleinen Moment, ich muss mal das Fenster zumachen, ist ganz schön laut. Ich weiß ja, was ich tun muss in solchen Fällen. Also wenn meine Energie stärker ist, also wenn ich immer freundlich und wohlwollend bin, dann kann es passieren, dass sich der andere dann dieser Energie anpasst. Aber da habe ich mir überlegt, Mensch, das ist doch langweilig und außerdem will ich mit so jemand sowieso nichts zu tun haben. Dann erfüllst du doch mal die Erwartungen, die diese Person hat. Und dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht. War wahrscheinlich nicht nett und auch nicht weise. Ich sag's dir gleich. Es war nicht weise und ich sag dir nachher auch noch warum. Aber ich wollte einfach nicht dieses wirklich respektlose und miese Verhalten mit Freundlichkeit belohnen. Da hat sich dann mein Ego gemeldet, ja. Und dann
hatte ich hier noch eine Schokolade zu liegen, eine Milka-Schokolade, die ich den Koch geben wollte, aber die hat schon 2 Schachteln Zigaretten gekriegt. Und dann haben wir eben die Schokolade gegessen. Und ich frage Corinna: Corinna, magst du Schokolade essen? Und die andere Frau, die Katja, saß neben ihr und die Katja sagte, nein, danke. Und ich sage, ich hatte Corinna gefragt. Ja, ich hatte dich gar nicht gefragt. Und dann habe ich schon gesehen, wie Corinna angefangen hat zu lachen. Und da hat die natürlich dann dementsprechend dumm geguckt, ja. Und dann habe ich noch mal eine Bemerkung gemacht. Also ich war eigentlich freundlich. Ich habe das immer mit einem Lächeln gemacht, ganz locker, ohne böse zu wirken dabei. Und die sitzt wirklich immer alleine. Ich glaube, die Katja, die meidet andere Menschen. Und ja, das habe ich ihr dann gesagt. Ich habe dann gesagt, Mensch, du musst dich ja alleine auch sehr wohl fühlen mit dir selbst, weil du sitzt ja immer alleine. Ich habe dich bis jetzt nur alleine gesehen. Und das habe ich noch ein bisschen anders gesagt. Da war sie dann auch sauer. Da sagt sie, ich sitze gar nicht alleine. Aber die sitzt immer alleine. Und ja, das habe ich dann gemacht, ja. Und das war mein natürlicher Impuls, weil so reagieren Menschen auf Vorurteile. Ich war zuerst total freundlich und offen. Dann kam die rein mit ihrer Energie, ja, mit einer wirklich abwertenden Energie, mit einer respektlosen Energie und hat dann mit ihrer Kommunikation mir wirklich ganz deutlich gezeigt, du arroganter Hund, mit dir will ich nicht reden. Ja, und ich bin eigentlich nicht arrogant. Überhaupt nicht. Ich mache mein Ding. Ja, Corinna sagt gerade, die ist natürlich auf meiner Seite. Sie war arrogant und hat sich nicht mal fürs Essen bedankt, ja. Aber das spielt keine Rolle. Wir wollen hier nicht bewerten. Ich will dir nur erklären, wo die Vorurteile herkommen können, weil wir wollen ja hier lernen. Die Vorurteile können zum Beispiel daher kommen, dass ich sie erinnert habe an einen Mann, mit dem sie mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Oder wie ich habe mich vielleicht bewegt wie jemand, der sie mal mies behandelt hat. Oder weil ich sie nicht beachtet habe, als ich vorbeigelaufen bin, ja, oder weil sie gedacht habe, ich mache Showlaufen, als ich vorbeigelaufen bin. Das alles können die Gründe sein, warum sie so eine Vorurteile hatte, obwohl sie mich gar nicht kannte. Und die Vorurteile, die konnte ich spüren und weil ich wirklich geübt bin, kann ich die Gedanken lesen in dem Moment. Ja, ich kann genau die Gedanken lesen. Ich kann sogar sagen, welche ja, wie genau sie denkt, dass ich bin, das spüre ich energetisch. Das ist unglaublich, ja. Als ob die über ihrem Kopf zu stehen hatte, der arrogante Kerl, der denkt wohl, der ist was Besonderes. Wahrscheinlich hat er nicht viel im Kopf, aber ist dafür gut trainiert. Sowas hat die gedacht, ja. Und ich habe dann gar nicht weiter geredet. Und mein natürlicher Impuls war zuerst, ist mir egal, ne? Ich bin da ganz neutral. Und dann, als sie immer weiter ihre unangenehme Energie gestrahlt hat, ja, dann ist mir der natürliche Impuls gekommen, darauf zu reagieren. Und dann habe ich darauf reagiert, weil so ist es bei dir auch. Ob du die Vorurteile hast, darauf müssen andere reagieren, wenn die nicht ganz bewusst sind, ja? Wenn die nicht ganz bewusste Menschen sind. Bewusst heißt immer, dass du dich selbst fragst, wie will ich auf den Menschen reagieren, ja? Und du bist ja, wie du bist. Du solltest immer so reagieren, wie du bist. Und wenn du ein wohlwollender Mensch bist, solltest du immer wohlwollend reagieren und dich nicht von der Energie oder der Ausstrahlung oder den Erwartungen oder den Vorurteilen anderer Menschen tangieren lassen. Das ist immer nicht klug. Und was ich gemacht habe, ist absolut nicht weise. Das habe ich nur gemacht, damit wir jetzt hier was zum Erzählen haben, ja, weil ich das so ein tolles Beispiel fand und weil das ist das Unbewusste Erschaffen einer unerwünschten Realität. Weil sie hat sich so eine unerwünschte Realität mit mir erschaffen. Die hat sich so jemand erschaffen, der sie nicht leiden kann, ja. Aber ich kann niemanden nicht leiden. Ich bin ganz neutral. Aber wäre es ein anderer Mensch, der hätte dann eine tiefe Abneigung gegen sie und würde dann 10 anderen Menschen weitererzählen, auch die ist doch so und so. Und dann würden 10 andere Menschen die gleichen Vorurteile haben. Ja, so funktioniert's mit Vorurteilen. Und die Vorurteile, die ein anderer Mensch hat, die bestätigen sich immer für den, der die Vorurteile hat. Ja, immer. Also ich sag's dir nochmal, die Vorurteile bestätigen sich in den allermeisten Fällen für den, der die Vorurteile hat. Also wenn du Vorurteile einem anderen Menschen gegenüber hat, dann wird dieser andere Mensch sich immer so verhalten, wie es deinen Vorurteilen entspricht, ja, wie es deiner Erwartung entspricht. Um das mal genauer zu sagen, Vorurteile sind am Beginn immer Fehlannahmen.
Vorurteile. Da Vorurteile gleichzeitig starke Erwartungen sind, neigen diese Erwartungen dazu, erfüllt zu werden. Aber nicht für alle Menschen, nur für denjenigen, der diese Vorurteile hat. Ja, und dann denkst du vielleicht, ja, der oder diejenige, die ist wirklich genau so, wie ich dachte. Das wusste ich ja schon vorher. Ja, auf meine Menschenkenntnis konnte ich mich immer schon verlassen. Aber ich kann dir sagen, das kannst du nicht, weil das hat rein gar nichts mit Menschenkenntnis zu tun. Das ist das Gegenteil von Menschenkenntnis. Deine Ausstrahlung, deine energetische Frequenz, deine Ausstrahlung, die bewirkt einfach, dass sich andere Menschen in der Art verhalten, wie du es erwartest. Vielleicht kommst du mit negativen Erwartungen, dann strahlst du diese Negativität aus. Und Gedanken sind Energie, die in deinem Kopf und auch außen gemessen werden können. Die strahlst du aus. Du bist tatsächlich ein Radiosender. Und wenn du die ausstrahlst, dann verraten deine Mimik, deine Gestik, alles verrät deine Gedanken. Ja? Und wenn du ein geübter Leser bist, kannst du alleine aus der Mimik und aus der Gestik die Gedanken lesen. Und auch wenn du denkst, ja, meine Gedanken kann ja niemand sehen, das mag für einen ungeübten Menschen so erscheinen, aber unbewusst spüren tut sie jeder. Das kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Und wenn du denkst, der oder die ist arrogant und dumm, dann wird der oder die auf deine Gedanken, auf deine Ausstrahlung reagieren und wird sich dann aus deiner Sicht arrogant und dumm verhalten. Du zwingst einen anderen Menschen regelrecht, auf deine Ausstrahlung zu reagieren. Und deine Ausstrahlung ist in dem Moment von deinem Vorurteilsgedanken geprägt. Wenn du einen anderen Menschen mit deinem Vorurteil ein Etikett auf die Stirn drückst, ja, wenn du sagst, ja, Menschen wie du, die sind arrogant und dumm, oder auf Menschen wie dich kann man sich nicht verlassen, oder ich mag deine politische Orientierung nicht, wenn Menschen wie du sind, Punkt, 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 oder Menschen wie du, die kann ich nicht leiden, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du das machst, dann ist es zum Ersten ziemlich dumm. All das hat ja realistisch betrachtet kein Einfluss auf einen anderen Menschen. Nur so viel Einfluss, wie ein anderer Mensch deinen Vorurteilen oder diesen Vorurteilen einräumt. Also, wenn ein anderer Mensch Vorurteile hat, sollte das auf dich überhaupt keinen Einfluss haben. Die Vorurteile anderer Menschen, die haben nur so viel Einfluss auf dich, wie du ihnen Bedeutung schenkst. Ja? Wenn ein Mensch dich mies behandelt, weil dieser Mensch Vorurteile hat gegen dich, ja, dann ärgerst du dich darüber. Aber dann ärgerst du dich in dem Moment nur, weil du dem anderen Menschen, also weil du der Meinung des anderen Menschen Bedeutung gibst. Ja, du könntest dann denken, ach, der oder die kann mich nicht leiden. Ich will aber, dass der oder die mich leiden mag. Und weil der oder die das nicht tut, da ärgere ich mich jetzt. Aber das ist wirklich nicht intelligent. Damit würdest du wie automatisch auf die Vorurteile anderer Menschen reagieren. Das alles hat rein gar nichts mit dir zu tun. Merke dir das. Jedes Vorurteil eines anderen Menschen hat rein gar nichts mit dir zu tun. Das hat immer nur mit anderen Menschen zu tun. Es sind ja Urteile im Kopf eines anderen Menschen. Und diese Urteile, die haben nur mit den Erfahrungen und mit den Bewertungen dieser Erfahrungen des anderen Menschen zu tun, ja, der die Vorurteile in seinen Kopf herumträgt, dummerweise, hat nichts mit dir zu tun, ja. Ein Mensch mit negativen Vorurteilen, der bringt sich selbst mit seinen negativen Vorurteilen in eine miese Stimmung, und derjenige, der die Vorurteile hat, der beschuldigt dich denn, dass du daran schuld bist, dass derjenige, der die Vorurteile hat, sich mies fühlt, ja. Also, das ist so verrückt, was Menschen sich zusammenreimen in ihren Kopf und wie die automatisiert reagieren und wie die sich so ein Leben erschaffen, ja, was von Ärger und Frust und Feindseligkeit gekennzeichnet ist. Und das wollen wir hier nicht, deswegen reden wir heute über dieses wirklich so, so wichtige Thema. Die meisten Menschen, die diesen Prozess nicht ganz bewusst erkennen, die werden immer von der miesen Erwartungshaltung angesteckt und die fühlen sich dann auch mies oder ärgerlich oder aggressiv oder frustriert, wie eben derjenige mit dem Vorurteil. Und wenn du negative Vorurteile gegen einen anderen Menschen hast, jetzt höre zu, ich sag's nochmal, ich fange nochmal an, das ist so wichtig. Wenn du negative Vorurteile gegen einen anderen Menschen hast, dann bringst du eine negative Seite in einen anderen Menschen zum Schwingen. Das ist so wie eine Schwinggabel, ja? Gibst du einen Ton auf eine Schwinggabel, dann stimmen sich alle Schwinggabeln, die unmittelbar in der Nähe sind, auf denselben Ton ein, ja? Von ganz alleine.
Also wenn du mit negativem Vorurteil kommst, ja, dann rufst du immer eine negative Seite in demjenigen auf, der dann dein Gegenüber ist, zu dem du das Vorurteil hast. Und wenn du aber dieses Vorurteil, und jetzt pass wieder auf, das ist so wichtig für deine tägliche Praxis, für ein bewusstes Erschaffen deiner Realität, wenn du dieses Vorurteil, was du in deinem Kopf hast, ganz bewusst ins Gegenteil verdrehen würdest, ja, du würdest auf einmal das Gegenteil denken, das kannst du dir bewusst machen in deinem Kopf, dann würde sich deine Ausstrahlung drastisch verändern, weil sich deine Gedanken verändert haben, dein Vorurteil hat sich verändert, deine Erwartungen haben sich verändert. Und so würde dann ein anderer Mensch völlig anders, auf eine ganz andere Art und Weise auf dich reagieren. Und so schaffst du, dir mit Vorurteilen über andere Menschen eine Realität mit diesen Menschen, die deinem Vorurteil entspricht. Aber das ist nur allein deine Realität mit diesen Menschen, ja. Ein anderer Mensch kann ganz andere Erfahrungen mit diesen Menschen machen. Also diese Katja, die da, die so negativ mir gegenüber eingestellt war, die kann zu einem anderen Menschen ganz freundlich sein und eine gute Beziehung haben mit den anderen Menschen, ja. Weil die eben nur auf mich so negativ abgefahren ist. Aber ich habe jetzt schon von anderen Männern gehört, dass die generell auf Männer nicht gut zu sprechen ist. Warum auch immer. Wir können ja gleich mal darüber sprechen, was da passiert in ihrem Leben, weil sie Vorurteile gegen Männer allgemein hat, die sie ansprechen oder die sie nicht ansprechen oder wie auch immer. Wenn so eine Frau eine Beziehung haben will, sind das die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, eine Beziehung zu bekommen. Ja, ist fast nicht möglich. Ja, die hindert sich sozusagen dann mit ihren Gedanken daran, dass Männer sie interessant finden, ja, oder auch nur sympathisch, ne? Und Sympathie ist schon eine Voraussetzung. Also Vorurteile einem anderen Menschen gegenüber formt deine Realität mit diesem Menschen. Und zwar in der Art, wie deine Vorurteile sind. Deswegen sind Vorurteile immer dumm. Es sei denn, du hast gute Vorurteile. Ich habe dir das letzte Mal gesagt, sei immer wohlwollend und freundlich zu anderen Menschen. Das ist ein kluges Vorurteil. Damit rufst du immer die besten Seiten in anderen Menschen hervor. Da bringst du immer die positiven Seiten in anderen Menschen zum Schwingen. Also ein Mensch, der offen ist im Geist, der kann einen Menschen, der dir arrogant erscheint, so wahrnehmen, wie er oder sie tatsächlich ist. Aber dazu musst du absolut offen sein in deinem Geist. Ja, jedes Vorurteil verhindert eine realistische Wahrnehmung des Menschen. Und so schafft jeder Mensch in jeder Situation seines Lebens seine eigene Realität mit anderen Menschen. Und mit bewusstem Denken, mit einer kleinen Veränderung in deinem Denken, da könnte diese Realität viel, viel angenehmer sein, viel erfüllender, viel intensiver sein und dich dazu noch glücklich machen. Weil Fakt ist, was macht dich denn glücklich? Dich macht glücklich, eine tolle Beziehung mit anderen Menschen zu haben, ja, gute Freunde um dich herum zu haben, die dich mögen, auf die du dich verlassen kannst. Das macht Glück aus, einen großen Teil des Glücks in deinem Leben. Und deswegen ist das, worüber wir heute sprechen, so ein wichtiges Thema. Vorurteile gegen anderen Menschen. Die glücklichsten Momente hast du immer mit anderen Menschen. Deswegen ist es so wichtig, achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Gedanken, weil die Gedanken, die du vorwiegend denkst, die nehmen andere Menschen wahr. Andere Menschen nehmen das als deine Ausstrahlung wahr und die verhalten sich dann dementsprechend deiner Ausstrahlung. Also achte immer mehr auf deine gute Stimmung. Trage immer mehr Sorge dafür, dass es dir gut geht zu jeder Zeit. Stelle dein Gutfühlen immer an erster Stelle. Ich sag's dir nochmal, das ist der wichtigste Punkt von allem, was ich dir jemals sage. Stelle dein Gutfühlen immer an die allererste Stelle. Ja, und jetzt werden einige denken, ach Marcel, das ist doch egoistisch. Ja, genau. Und nein. Und ich erkläre dir jetzt, warum. Wenn jeder Mensch dafür Sorge tragen würde, dass es ihm selbst gut geht, ja, dann würden wir heute schon in einer absolut friedlichen, freundlichen und liebevollen Welt leben. Weil wenn es dir gut geht, dann liebst du das Leben, dann fühlst du dich gut und wenn es dir gut geht, dann bist du zufrieden mit dir und der Welt, dann bist du ein wohlwollender, friedvoller Mensch und zwar nur dann, wenn es dir gut geht, ja.
Und wenn du jetzt zum Thema Vorurteile Fragen hast oder ein Beispiel, dann schalte einfach dein Mikrofon ein und frage. Und wenn du heute Gast bist, dann kriegst du jetzt noch mal eine Minute Werbung von mir, wenn dich der Prozess interessiert, aus dem alles entsteht, was jemals entstanden ist. Und das ist der gleiche Prozess, den du nutzt, um deine Wünsche und Träume zu erfüllen. Wenn du in die Geheimnisse des Erschaffens einer wunderbaren Lebensrealität eingeweiht werden möchtest, ein Jahr lang, dann schau dir bitte unser bestes Online-Training an und komme anschließend in unsere Life Changers Mastermind-Gruppe. Hier üben und trainieren wir das selbstbestimmte Erschaffen deiner selbstgewählten wunderbaren Zukunft, einer Zukunft exakt nach deinen Vorstellungen. Und ich poste den Link nochmal in den Chat, damit du dich da anmelden kannst. Nimm dir dafür bitte die Zeit. 90 Minuten ist wirklich sehr interessant. Der Link ist schon im Chat.